Hallo, danke für alle herzliche Aussagen. Ich erzähle jetzt nur kurz, wie es bei Fridays for Future abgelaufen ist, sodass wir halt eben nicht haben gehen dürfen. Es war die Aktion über die Nibelungenbrücke schon lange angemeldet. Zuerst ist die Anmeldung zum allerersten Mal Ende Juli an die Landespolizei gegangen und Ende August waren dann die Gespräche, wo wir noch Ort und Zeit angepasst haben, aber im Wesentlichen waren die Aktionen, die wir machen wollten, schon lange bekannt. Und jetzt die Wochen, 3 Tage vor der Aktion, kommt plötzlich ein Bescheid vom Magistrat. Federführend war der Bürgermeister Klaus Luger. Und der Bescheid. Und der Bescheid sagt uns, wir dürfen nicht gehen, sondern nur eine Standumgebung abhalten und nur am Hauptplatz und an keinem anderen Ort. Damit ist die Nibelungenbrücke für uns flach gefallen und sehr viele Menschen haben sie dadurch schon auch, wie der Gerald gesagt hat, wahrscheinlich auch demobilisieren lassen. Und für uns ist einerseits durch die sehr kurze Zeit nicht mehr möglich gewesen, dass wir auf den Bescheid nur reagieren. Wir haben ihn zwar beeinsprucht, aber das Gericht braucht mindestens 2 bis 3 Wochen. Und die aufschiebende Wirkung, um die zu erzielen, braucht es auch eine Gerichtsentscheidung und die geht auch nicht wirklich schneller. Und aus dem Grund war es für uns real, rechtlich gar nicht mehr möglich, dass wir gegen den Bescheid irgendwie angehen können. Das heißt, die Stadt hat uns da in letzter Minute wirklich nur die Füße gestellt und hat uns einbremst. Und der Bescheid ist ganz klar sowohl rechtlich falsch, als auch inhaltlich nicht nachvollziehbar. Rechtlich falsch ist er, weil es schon im August einen Entscheid vom Landesgericht, vom Landesverwaltungsgericht gegeben hat, in dem mobile Demos ausdrücklich gesagt worden ist, dass mobile Demos nicht einfach pauschal untersagt werden dürfen. Damals war der Anlass, dass eine mobile Demo im Juli, die vom Hauptplatz aus zum Schlachthof gegangen wäre und die sie für Schließung der Schlachthöfe eingesetzt hat, dass die eben polizeilich untersagt worden ist. Es war eine Klima- und Tierschutzdemonstration, die ist polizeilich untersagt worden und per Einspruch über das Landesverwaltungsgericht ist die Untersagung dann aufgekommen worden. Und die Argumente für die Untersagung waren damals im Wesentlichen die gleichen wie jetzt. Das heißt, das Gericht hat in erster Instanz schon entschieden, dass eine solche Untersagung nicht haltbar ist. Sie ist auch deswegen nicht haltbar, weil die Vorgaben der Regierung für das Demonstrieren nur darin bestehen, dass man Abstand bzw. Maske einhält. Es gibt sonst keine weiteren Auflagen in der entsprechenden Verordnung. Das heißt, alle solche Untersagungen, auch die, die uns jetzt als Fridays for Future wieder betrifft, die gingen weit über die Corona-Maßnahmen der Regierung hinaus und sind rein willkürliche Zusatzmaßnahmen, die sich Polizei und in dem Fall Stadt jetzt eben überlegt haben. Und damit werden Demonstrationen massiv einbremst. Amnesty International hat ebenfalls Kritik an dem Bescheid geübt und schreibt auf Twitter, sie haben schwere menschenrechtliche Bedenken bezüglich der Entscheidung von Bürgermeister Klaus Luger. Und ich glaube, das spricht schon für sich, was das Rechtliche betrifft. Inhaltlich ist nicht nachvollziehbar, dass das Corona-Risiko so viel größer sein soll beim Gehen. Wie der Gerald gesagt hat, gehen wir ja im Freien über eine Brücke, wo auch viel Platz ist. Und es gibt einen bekannten Mediziner, den Hans-Peter Hutter, der im Vorfeld der Fridays-Demonstrationen sogar dazu aufgerufen hat, zur Demonstration zu gehen, weil das Corona-Risiko entsprechend nicht sehr groß ist und weil das Anliegen eben so zentral und wichtig ist. Und beim Klimaschutz geht es ja auch um Menschenrechte. Da geht es um das Recht der jetzigen und zukünftigen Menschen auf Leben, auf eine gesunde Umwelt. Und genau für die Rechte müssen wir uns jetzt einsetzen. Und Bewegungen, die sich dafür einsetzen, werden genau jetzt ausgebremst damit, dass man sagt, sie gefährden die Gesundheit und das Recht auf Leben. Und das ist absurd, weil genau um die Menschenrechte geht es bei der Bewegung. Und Corona wird als vorgezogener Vorwand einfach vorgeschoben, um die Bewegungen da zu stoppen. Und ich habe auch jetzt, nachdem die mobile Demonstration eben untersagt worden ist, eine weitere Kundgebung auf der Brücke angemeldet gehabt, als Standkundgebung.
das Argument im Bescheid für eine Untersagung war ja, man darf nicht gehen wegen dem Corona-Risiko. Ich habe also eine Standkundgebung auf der Brücke angemeldet und ich habe halt den Bescheid in die Hand gekriegt, kurz vor der Fridays-Demo, dass auch die Kundgebung untersagt wird. Und im Bescheid, in dem Untersagungsbescheid ist bei Corona gar nicht mehr die Rede, nicht in einem Wort. Da steht im Wortlaut drinnen, dass die Nibelungenbrücke verkehrstechnisch so wichtig ist, dass man die Brücke nicht einmal für 15 Minuten sperren kann. Im Wortlaut, die verkehrstechnische Bedeutung der Nibelungenbrücke samt ihren drei vorhandenen Fahrstreifen zeigt die Auswirkung einer Kundgebung am 15.07.2020, das war damals die Kundgebung, wo es um einen Radstreifen auf die Nibelungenbrücke gegangen ist, wo dann die Polizei argumentiert hat, der Stau ist so groß, dass die Versammlung aufgelöst werden soll. Und auf den Fall bezieht sie jetzt auch die Polizei wiederum und sagt, sogar wenn wir nur 15 Minuten nachstehen, ist das Staurisiko schon viel zu groß und wir dürfen deswegen pauschal nicht auf der Brücke demonstrieren. Und das ist die nächste Einschränkung, die einfach nicht hinnehmbar ist. Das schränkt den Ort von Versammlungen maximal ein, vor allem weil alle unsere Aktionen einen Bezug direkt zur Brücke und zur Straße haben. Und jetzt sagt sie, es geht wirklich nur um Autos. Es geht nur um Autos. Die Verantwortlichen wollen lieber die Autos als uns dort haben. Das ist der wahre Grund und das steht auch so, wenn man sich den Bescheid anschaut, geht das klar hervor. Es geht darum, dass die Autos dort fahren dürfen und dass sie an der vorhandenen, an der aktuellen Situation nichts ändert. Und genau das wollen wir nicht länger akzeptieren. Die nächsten Schritte sind, dass wir natürlich darauf warten, wie die Entscheidung vom Gericht ausgeht, wo wir davon ausgehen, dass wir Recht kriegen. Und wir werden dann sehen, was das für weitere Aktionen bedeutet. Und auf jeden Fall ist natürlich das Ziel unmittelbar und sobald es geht, wieder und auch über die Nibelungenbrücke zu demonstrieren.